Na, genießt ihr die Aussicht? Ja. Was schaut ihr euch denn hier so an? Ja, das Meer, die Schiffe, die Boote. Sind das denn Schiffe oder Boote hier? Wo ist denn der Unterschied? Also das kleine hier zum Beispiel, das Segelboot, also es gibt ja so Segelboote, das sind die hier zum Beispiel und die großen, also die Schiffe sind die DFDS Sea Rays, die MSC, die Color Line, die da hinten steht, ja, und die Stena Line. Wir sind heute auf der Kieler Woche unterwegs und wollen mal rausfinden, was der Unterschied zwischen einem Boot und einem Schiff ist. Ich würde sagen, dass ein Schiff ein Boot ist, welches aber mit Segeln fährt, und ein Boot ist ein Boot, was nicht mit Segeln fährt, also motorisiert ist. Ich glaube, das hängt mit der Größe zusammen, aber sicher bin ich mir da nicht. Schiff kann einfach nur mehr Personen befördern. Hast du vielleicht eine Ahnung, was der Unterschied zwischen Boot und Schiff ist? Man kann sagen, so wie Bus, ne? Und wie so ein PKW. So kann ich erklären. Der Boot kann man mit Rennen machen, aber mit Schiff kann man nur transportieren. Das Schiff ist groß und das Boot ist klein. Eine Schiffe, das ist für professionelle Fahrt. Und ein Boot ist für Privatfahrt. Also sowas würde ich als Boot bezeichnen. Und sowas würde ich als Schiff bezeichnen. Aber wenn Sie mich jetzt nach dem Unterschied fragen, ganz konkret, bin ich überfragt. Sag mal, weißt du denn, was ein Unterschied zwischen einem Boot und einem Schiff ist? The big one is the ship, but two, both of them are boats. Okay, so a boat is a ship, but a ship is not a boat. Ship is a boat, and a boat is a boat. Okay. I'm confused. The boat is small and the ship is bigger. A boat and a ship? Who? The ship is an animal, no? Ein Boot hat keinen ersten Offizier und ein Schiff hat einen ersten Offizier. Da gibt es gar keine konkreten Definitionen. Einige sagen, Boot ist klein, Schiff ist groß. Einige sagen, Schiff hat einen Kapitän und Boot hat so einen Bootsführer. Da können Sie bei Wikipedia nachgucken, da werden Sie keine eindeutige Definition finden. Da haben die beiden wohl recht. Denn es gibt wirklich verschiedene Auffassungen darüber, was ein Boot und was ein Schiff ist. Laut Marine handelt es sich dann um ein Schiff, wenn sowohl ein erster Offizier als auch ein Kommandant an Bord sind. Ist nur ein Kommandant an Bord, dann ist es auch nur ein Boot. Aber laut Seehandelsrecht ist alles unter 11 Metern Länge ein Boot. Egal, wer da kommandiert. Na, dann wissen wir jetzt Bescheid.